So, hier mache ich gerade mal eine Runde Hamburger Hafen City. Das ist jetzt links der Hauptstrom. Normalerweise bin ich vom Boot unterwegs und dachte, komm, machst du mal Hafen City. Und ich kann jetzt schon sagen, ich habe keinen einzigen Fisch gefangen. Andere Leute an dem Tag aber schon. Wird sich auch später zeigen. Hier gehe ich erstmal, was auch erfolgversprechend sein kann, die Spundwand ab. Einfach vertikal runterlassen, 10 cm über Grund. Spundwand langlatschen, dann ein bisschen werfen, auch an der Wand lang. Hier war aber relativ viel Mist im Wasser. Ich kenne die Stelle nur vom Hörensagen. Und da muss man halt auch mal wissen, wo sind die Hänger. Wo nicht. Hier, anderer Angelkollege, Wasser getroffen. Macht ein paar Würfe, hat gleich einen, so kann es halt auch mal gehen. Ist halt auch immer ein bisschen Glück im Spiel, er würde jetzt wahrscheinlich sagen können. Aber ich sag einfach mal, ist auch ein bisschen Mojo immer mit dem Spiel. Habe an der Stelle noch ein bisschen weiter gemacht. Und ja, ging bei mir leider nichts. Die anderen Kollegen sind auch weitergezogen. Hier in Höchstgeschwindigkeit durch die Becken gelatscht. Ein paar unterschiedliche Köder ausprobiert. Da kennt man jetzt nicht so super viel, aber auch da ein bisschen werfen, ein bisschen Spundwand abgehen. Ab und zu mal anderen Köder ran. Nächste Stelle. Noch Kollegen getroffen. Eher ohne Rute ein paar Würfe, aber auch da ging nichts. Und dann noch an einer anderen Stelle fängt wieder ein Kollege, was ich wieder nichts. Der hat dann 3-4 kleinere Zander an der Stelle gehabt. Da hat er noch jetzt einen. Also Gummifisch geht auch im Dunkeln. Also kleines Ding, aber Fisch ist Fisch. Und wie gesagt, ich bin leer ausgegangen. Er hat mit kleinen No-Action gefischt, ich mit Action, vielleicht lag es daran. Er hat aber auch ein bisschen angejiggt, ich nur gefaulenzt. Wer weiß, weiß man noch nicht so genau. Hier noch ein bisschen an der Stelle geworfen, habe auch mal einen kleinen Wobbler ran gemacht. Kann ja nachts auch mal was gehen. Bisschen mit den Bleiköpfen variiert, aber irgendwie nichts zu machen. Nun gut. Jetzt hat er hier gerade einen guten Zander dran. Bremse geht, hört man jetzt aber nicht. Dachte, machst du schon mal einen Spundwandkescher bereit. Aber leider wird dieser Fisch kurz vor der Landung abgehen. Also war echt ein gutes Teil. Super ärgerlich, aber auch das passiert. Bremse war super eingestellt. Manchmal sitzt halt einfach der Haken nicht richtig. Kann man jetzt nicht so super gut erkennen, aber der hat schon gut Gas gegeben, der Junge. Habe ich schon mal den Spundwandkescher runtergelassen und gleich zieht er noch ein bisschen weiter. Ja, jetzt geht er gleich ab, aber an dem Tag die Moral von der Geschichte ist, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, schockt eh immer mehr, weil dann die Gruppenfangchance größer ist, bist du halt motivierter. Also alleine losgehen schockt irgendwie nicht so.
und nachts oder abends in der Dämmerung, da ist er ab, nachts und abends in der Dämmerung auf Zander geht auf jeden Fall auch. Mit Wobbler kenne ich es, geht auch, aber auch mit Gummi. Also, bis dann, ciao.